guten Abend. Falls Sie sich fragen sollten, was ich hier in einem Himmelbett im Hotel Edelweiss in Zürs verloren habe, ganz einfach. Deutschlands zurzeit erfolgreichste Schriftstellerin verbringt hier ihr Wochenende. Sie kennen sie alle. Gabi Hauptmann aus Allensbach am Bodensee. Berühmt geworden ist sie vor 5 Jahren mit Suche impotenten Mann fürs Leben. Seitdem hat sie 4 weitere Bücher geschrieben, ist in 26 Ländern weltweit auf den Markt gekommen und hat 5 Millionen Bücher. Ja, es kann losgehen. Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich. Die anderen find ich alle doof, deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell, ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin, weil ich so verliebt in dich bin. Gleich wird es dunkel, bald ist es Nacht, da ist ein Wort der Warnung angebracht. Männer sind Schweine. Nicht, dass Sie denken, dass Gabi Hauptmann mit jedem wildfremden Mann ins Bett geht, aber wir kennen uns schon 10 Jahre und da denke ich, ist das dann schon ausnahmsweise mal in Ordnung. Wobei man eigentlich nach dem, was du in deinen Büchern geschrieben hast, vermuten müsste, dass damit überhaupt kein Mann mehr ins Bett geht, weil du die Männer so dicker hast, oder? Ja, erstmal Prost. Zum Wohl. Ich muss jetzt aber nicht sagen, dass du der Grund bist vor 10 Jahren, dass ich seit 10 Jahren mit keinem mehr ins Bett gehe. Oder? Nein. Nee, also klar, Suche impotenten Mann fürs Leben spielt natürlich vor allen Dingen im Bett, das ist klar. Der Kern dieses Buches ist das Nein im Bett. Bedeutet, wenn du jetzt mit mir schlafen willst und ich will nicht, du kannst mich ja mal fragen, also wenn du mit mir jetzt willst und ich will nicht, dann haben meistens die Männer ein Problem damit, denn sie fühlen sich zum großen Teil, als ich das geschrieben habe, habe ich das ja nur gemutmaßt oder aus eigener Erfahrung gewusst, aber jetzt sehe ich ja, dass das anscheinend weltweit so ist, sie fühlen sich persönlich zurückgestoßen. Also sie denken jetzt nicht, okay, die Situation ist jetzt so, die will jetzt einfach nicht, Schluss aus, sie will jetzt nicht, sondern sie denken, warum will sie jetzt nicht? Hat sie einen anderen? Oder ist sonst irgendwas? Früher hast du mich noch geliebt, liebst du mich nicht mehr? Also diese persönlichen Angriffe, das war eigentlich so der Grund für mich, den impotenten Mann zu schreiben. Und du hast wirklich immer solche Erfahrungen gemacht, du bist immer an solche Männer geraten? Immer nicht. Das waren nicht nur solche Männer, aber es war eben doch ein Teil meiner Erfahrung, dass es eine andere Geschichte war, wenn er wollte, ich wollte nicht, oder umgekehrt, wenn ich wollte und er wollte nicht, weil ich hatte ja Verständnis. Frauen sind ja auch so verständnisvoll. Hm? Ich sagte, ja klar, du hast viel gearbeitet, du bist müde, trink mal ein Bier zusammen. Und das war eigentlich für mich auch nie ein Problem. Ich fühlte mich deswegen nicht zurückgesetzt und hatte auch nicht den Eindruck, okay, das ist eine andere, deswegen will er mit mir nicht mehr. Sondern ich habe das einfach auf die Situation geschoben und ich glaube, das fällt Männern einfach schwieriger. Aber es ist ja nicht nur so, dass du einfach nur gesagt hast, also dass Männer da nicht so viel Verständnis dafür haben, wenn die Frau nicht will, sondern letztendlich lief es ja schon darauf raus, so Männer wollen immer nur das eine, Frauen nicht. Kann ich so nicht sagen. Also es gibt schon auch Frauen, die wollen das eine. Also so sind wir ja nun nicht, aber nicht immer dann, wenn der Mann das eine will. Was ist das für eine Welt? Was seid ihr nur für Wo Männer? Wo die Männer so böse sind, lauter Testosterongeschosse sozusagen. Ja, da glaubst du wirklich zum Teil, ja, dass also nicht der Penis am Mann hängt, sondern der Mann am Penis, ne? Ja, aber eine starke Frau wie du, manche haben dich sogar als weiblichen Macho bezeichnet, müsste damit doch eigentlich keine Probleme haben, mit den Kerlen fertig zu werden. Ich werde schon mit ihnen fertig, aber das ist einfach die Erfahrung. Ich habe ja nicht geschrieben, dass ich sie alle, oder okay, ich habe sie geschrieben, ich habe sie rausgeschmissen. Ist ja auch in Ordnung, ich finde, die müssen auch erzogen werden. Das ist eine Frage der Erziehung. Wenn das denen 3-mal passiert, beim 4. Mal lassen sie es bleiben. Also von dem her gesehen, ist es eigentlich einfach eine Erfahrung. Ich habe nicht gesagt, dass ich damit nicht fertig werde, Markus. Heißt das, dass Männer sich eigentlich besser an Männer halten sollten, weil das sowieso nie mit den Frauen funktioniert? Vom Sex her? Ja. Stimmt, keine schlechte Idee. Ist dein Ernst? Sind Männer wirklich so schlimm? Ich denke, wenn es das angeht, ich habe ja viele schwule Freunde auch, bei denen geht es einfach um Sex und Punkt und basta. Und die wollen beide genau das Gleiche. Und die sind meistens, die haben auch die gleich starke Libido. Was schwierig ist in den Beziehungen, ist ja, dass ganz oft die Libido nicht stimmt. Ich finde, es ist ja okay, wenn zwei eine schwache haben. Und zwei haben eine starke. Das gleicht sich ja aus. Aber wehe, es gibt ein Pärchen, bei dem das nicht stimmt. Mhm. Etwa, dass die Frau ständig will, fühlt er sich bedrängt. Ne? Der wird zum Schluss impotent vor lauter Psyche. Oder eben umgekehrt, dass der Mann ständig will und sie will eigentlich nicht. Ich habe vorhin gesagt, dass viele dich als weiblichen Macho bezeichnen. Siehst du dich selber ein bisschen so? Hast du nicht den Eindruck? Ich frag dich. Ich sag jetzt gar nichts. Ich hab mich da raus.
Also gut, das hat vielleicht ein paar vordergründige Beweggründe. Also ich weiß es nicht so richtig. Ja gut, ich gehe meinen Weg, das tun andere Frauen auch. Es gibt auch Frauen, die haben aus schlechten Situationen gute gemacht. Habe ich auch schon. Und von dem her gesehen, denke ich mir, bin ich vielleicht ein starker Typ. Macho-mäßig, das kommt vielleicht von meinen Sportarten oder dadurch, dass ich gerne ein Männerauto fahre, in Anführungszeichen. Ich finde allerdings, ist es eigentlich mehr ein Frauenauto, weil es ja ein relativ klein gebautes Auto. Von dem her gesehen, passt viel besser eine Frau rein. Du sollst mal gesagt haben, ich habe in meinem Leben so viel Sex gehabt, dass ich eh keinen mehr brauche. Und einen Kerl brauche ich schon gar nicht mehr. Oh ja, das stimmt ja eigentlich. Aber, aber das kommt ja immer drauf an, wie du das siehst. Ne? Es gibt Frauen, die haben einmal in der Woche Sex. Das reicht ihnen dann auch bis zum Lebensende. Oder andere, die haben dreimal am Tag Sex. Ich meine, ich habe mich ja nicht darüber dazu geäußert, was ich als viel empfinde. Also theoretisch könnte es ausreichen, also so, wenn man das Mittelmaß nehmen. Aber ich bin frisch verliebt und ich brauche das jetzt dreimal am Tag. Und von dem her gesehen, habe ich jetzt wieder alles revidiert. Also du brauchst im Prinzip auch schon einen Partner. Oder kannst du dir vorstellen, völlig ohne Mann zu leben? Ach, ich kann mir auch vorstellen, völlig ohne Mann zu leben. Also man verliebt sich ja wirklich sehr selten. Ich denke, dass also so dieses Gefühl, dass man sich wirklich verliebt, das ist wirklich etwas Seltenes. Du lernst Tausende von Männern kennen, denkst bei, oh, ist nett, kannst gut mit ihm essen gehen, kannst wunderbar mit ihm Skifahren gehen, mit dir liege ich klasse im Bett, ne? Aber dass du dich wirklich klasse wieder einmal verliebst, das ist auch prickelnd, dass du das auch spürst. Und ich denke, auf sowas warte ich auch, denn dass ich mich irgendeinem verschreibe, bis zu meinem Lebensende, nur wenn ich einen Mann habe, du, da kann ich mir genauso gut ein Pferd kaufen. Das ist gemein. Gabi Hauptmann und die Pferde. Für die ehemalige Turnierreiterin ein Verhältnis mit Vergangenheit. 1957 wurde sie in Trossingen geboren. Es kam, was kommen musste. Der erste Schultag, ein Fallerhäuschen-Bausatz, die Liebe zum Tier, ein Auto, viel zu laute Musik und Freundin Doris, heute noch als solche aktiv. Als Journalistin begann Gabi Hauptmann beim Konstanzer Südkurier, dann Radio in Tübingen und in Baden-Baden. Fürs Fernsehen porträtierte sie Prominente wie Siegfried und Roy oder den Börsenguru André Costolani. In Brasilien schrieb Gabi Hauptmann das Drehbuch für den Film Lambada. 1991, die Geburt ihrer Tochter Valeska. Das hieß beruflich vorerst kein Radio und Fernsehen mehr. 1995 erschien ihr erster Roman Suche impotenten Mann fürs Leben. Sofort in den deutschen Bestsellerlisten eroberte der impotente Mann dann den internationalen Markt. Das fünfte und bislang letzte Buch von Gabi Hauptmann, Die Meute der Erben, erschien in 200.000 Exemplaren. Die Gesamtauflage ihrer Bücher rund 5 Millionen und das in über 20 Ländern und Sprachen. Schreibst du deine Bücher immer noch in nur 6 Wochen? Gute Frage. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Im letzten Jahr wollte ich mir wahnsinnig viel Zeit nehmen, dann kam das Hochwasser dazwischen. Ich habe, glaube ich, angefangen im März, dann war ich auf Seite 40. Dann Pfingsten kam 6 Wochen Hochwasser, da hatten wir gar nichts anderes zu tun, als Hochwasser zu schippen. Und dann wurde ich immer gefragt, wo bist du denn? Dann war ich immer noch auf Seite 40 und da wurde es unglaublich eng nach hinten raus. Also ich glaube, das waren 6 Wochen, ja. Aber dann Tag und Nacht schon wieder, ne? Also böse dann. Wo kriegst du die Ideen her? Ich höre, ich sehe, ich erfahre. Ich bin 42 und ich glaube, ich habe in meinem Leben wirklich relativ viel erlebt, dadurch, dass ich auch sehr oft meinen Beruf gewechselt habe und auch umgezogen bin, andere Landstriche kennengelernt habe, andere Menschen. Dann lese ich ganz gern und ich höre zu und es gibt ganz viele Menschen, die mir merkwürdigerweise ihr Herz immer ausschütten. Und dann empfinde ich, da gibt es bestimmte Wellen, die verdichten sich dann und dann ist einfach ein Thema da. Du hast dich jetzt mit der Meute der Erben eigentlich ganz klar von diesem ich hau die Männer in die Pfanne abgesetzt. Ist das ein bisschen auch, weil der Trend vorbei ist? Also ganz ehrlich, ich habe dann irgendwann mal, nachdem so 3 Leute waren, die Männerbücher geschrieben haben und erfolgreich damit waren, ne? Also Eva Heller hat ja damit angefangen, dann kam Hera Lind, die ganz groß war und dann bin ich irgendwann dazu gestoßen und da gab es die eine oder die andere noch und dann plötzlich gab es so viele Nachahmer, dass es mir ganz schlecht geworden ist, wenn ich in eine Buchhandlung reingegangen bin, eine große, und diese
Bücherberge gesehen habe. Auf einem Tisch. Ne? Männer und BH und Busen und was weiß ich. Und dann dachte ich irgendwann, also dass es überhaupt noch jemand liest, hat mich dann also wirklich dann schon erstaunt. Und dann war für mich auch das Thema eigentlich, ich schreibe es für mich war das Thema, was ich über Männer sagen wollte, im Moment eigentlich immer rum. Mhm. Weil Meute der Erbe, das sind ja wirklich, das sind alle Teile geldgierig und die Gier ist nicht männlich und nicht weiblich besetzbar. Die ist, glaube ich, die ist, sei denn die sexuelle Gier, die ist vielleicht auch eher männlich. Aber kann man auch drüber diskutieren. Sag mal, die weit gefächerte, also Frauen sind schon auch gierig, was das angeht. Aber dann ist es meistens ein Typ. Bei Männern ist es, glaube ich, dann doch eher weiter gefächert, ne? Du bist ja nicht die einzige berühmte Schriftstellerin am Bodensee. Martin Walser lebt auch um die Ecke. Mhm. Kennst du den? Habt ihr Kontakt zueinander? Also ich glaube sogar, wir mögen uns. Also wir faxen viel hin und her und es ist immer ganz ulkig, weil er hat ja eine wunderbare Sprache. Also ich liebe seine Faxe, weil allein die Faxe von ihm, die sind also jedes Mal irgendwie, das ist immer so ein Aha-Effekt, ne? Weil er schreibt einfach toll, egal was er tut und ich finde es einfach eine nette, auch Arnold Stadler übrigens, der den Büchnerpreis gekriegt hat, der ist ja auch nicht weit von uns entfernt. Also es gibt schon so ein kleiner Klüngel und der Bruno Epple, der sitzt auf der Höri, das ist auch einer, der hier bekannt ist. Ich denke, das ist schon ein nettes Miteinander. Die rümpfen auch nicht die Nase über dich, weil du so... Die rümpfen eher die Nase über diese komische U- und E-Unterteilung. Also diese merkwürdige Geschichte gibt es ja, glaube ich, auch nur in Deutschland. Also dass man das auch so kategorisiert und dass sich die Leute, die darüber schreiben, dann auch in eine höhere Ebene heben wollen darüber, dass sie nach unten die Nasen rümpfen, sage ich jetzt mal, zur Unterhaltung hin und dann sich aufschwingen und sagen, ich bespreche nur Literatur, also bin ich mindestens gleich viel wert wie Martin Walser oder einer von denen. Nervt dich das manchmal, dass die Kritiker und das Feuilleton so die Nase über dich rümpfen? Hast du nicht manchmal ihr arroganten Pinsel? Ich glaube noch nicht mal, dass die Nase über mich rümpfen. Ich glaube, dass sie mich gar nicht kennen. Und von dem her gesehen ist es mir eigentlich auch egal. Es ist sowieso eine ganz andere Geschichte. Wenn ich im Ausland bin, wie beispielsweise auch in England, da werden diese Bücher ganz anders aufgenommen. Also die werden nicht als Unterhaltungsliteratur oder Trivialliteratur oder irgendwas, das man einfach nur so liest, aufgenommen, sondern die versuchen eigentlich, die sehen Hintergründe da drin. Also die sehen wirklich Strömungen oder auch Dinge aus der Gesellschaft und gehen darauf ein. Was dich doch mehr schmerzen müsste eigentlich, ist so der Vorwurf von vielen Feministinnen, dass du der Frauenbewegung schadest. Ist das nicht ärgerlich? Wenn man selber absolut emanzipiert ist und dann kommen solche Frauen und sagen, du schadest unserer Sache? Ich denke, dieses Hauruck-Emanzentum dient der Sache jetzt nicht mehr. Früher schon, das war schon richtig. Wir haben schon mal ganz arg draufschlagen müssen, um die Männer ganz klein zu kriegen. Und jetzt können wir sie langsam wieder aufbauen, damit wir auf ein Niveau kommen, Markus. Weißt du? Und dann können wir auch wieder miteinander reden. Und ich denke da muss ich sagen, da werden vielleicht auch einige im Manzen vielleicht zu verblendet oder zu verbohrt sein, um zu erkennen, dass der Weg, dass sie veraltet sind, dass der Weg einfach ein anderer geworden ist und dass wir einfach umdenken müssen. Aber direkt an mich haben sie sich eigentlich auch nicht gewendet, weil wahrscheinlich ist es das Gleiche wie mit den Kritikern, für die existiere ich nicht. Und es ist doch eigentlich auch schön, ich lebe ein freies Leben. Stell dir mal vor, ich hätte all die Zwänge, wenn ich von allen Seiten ständig Druck bekäme, von den Feuilletonisten und dann auch noch von den Emanzen. Also so habe ich doch wirklich alle Freiheiten und kann tun und lassen, was ich will. Gibt es ein schöneres Leben. Bürobetrieb bei Hauptmanns am Bodensee. Heidi Zell, die Mitarbeiterin, koordiniert die Termine und kümmert sich um den Schriftverkehr. Außerdem muss niemand zum Lachen in den Keller gehen und überhaupt steht immer eine Flasche Shampoos in Reichweite. Also ein durchaus entspanntes Arbeiten, nur hin und wieder unterbrochen von plötzlichen Eingebungen der Bestseller-Autorin. Die heißt Frauen seid schön, Männer können besser gucken als denken, so heißt die. That don't impress me much. Bestseller kommt von Verkaufen und dafür gibt's Lesungen und Signierstunden wie hier in Mannheim. Frauen und Männer, ob impotent oder nicht, stehen Schlange für eine persönliche Widmung oder einen kurzen Meinungsaustausch. Oder das Publikum erfreut sich einfach an den Einsichten von Gabi Hauptmanns Romanfiguren. Jetzt würde sie mal vorführen, was 30 Jahre und 52 Kilo gegen bösartige Trümmerbräute ausrichten konnten. Das Fernsehen liebt Geschichten über die Beziehungen zwischen Mann und Frau und lädt sich gerne Leute ein, die dazu eine fundierte Meinung haben. Auch optische Reize stören nicht.
don't impress me much. Manche achten zwar etwas zu viel auf Äußerlichkeiten, aber ein bisschen Spaß muss sein. Gabi Hauptmann ist Medienprofi, kennt die Macht der Bilder und weiß, wie Frau sich am überzeugendsten präsentiert. Der verbale Schlagabtausch mit ihr bringt die meisten ins Schwitzen, sogar einen erfahrenen Ehemann. Auch die Erfahrungen als Moderatorin sind für den selbstbewussten Umgang mit Fernsehkameras nicht zu verachten. Wann und wie Pointen gesetzt werden, wusste Gabi Hauptmann allerdings schon immer. So, das ist ein Mann fürs Dessert. Sitzt doch so, sieht gut aus. Muss man ausprobieren. Hat doch was, oder? März 1999 in der ARD. Die erste Verfilmung eines Hauptmann-Stoffes. Romanheldin Ursula, gespielt von Thekla Carola Wied, macht die Kerle kalt. Der Titel von Roman und Film? Aber nur ein toter Mann ist ein guter Mann. Wer es glaubt, Gabi Hauptmann mit jungen, hübschen Männern an der Copacabana. Stichwort lazy, crazy, oversexed. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? Du bist ständig unterwegs, mittlerweile überall in der Welt. Wie kriegst du das geregelt mit deiner 8-jährigen Tochter? Ja gut, ich bin nicht ständig unterwegs. Ich bin meistens nur im Herbst unterwegs, weil Herbst ist einfach die Reisezeit, weil da meistens ein neues Buch erschienen ist und dann muss ich einfach die Bücher vorstellen und werde eben auch weltweit eingeladen. Und meine Tochter, da die anfangs immer dabei war, also zwischen einjährig und sechsjährig, als sie in die Schule kam, weiß ja auch, was ich tue und das ist auch okay. Ja, wie machst du das rein organisatorisch? Kümmert sich immer jemand um sie oder nimmst du sie heute noch immer mit? Geht ja nicht mit der Schule. Ja, also ich wahrscheinlich hätten sowas dagegen auf die Dauer. Nein, mein Au-pair-Mädchen und meine Mutter wohnt jetzt zwei Häuser von uns entfernt und außerdem habe ich eine Mitarbeiterin. Und dadurch, dass sie mich zwischendurch im Fernsehen sieht, hat sie mich nicht ganz aus ihrem Blickfeld verloren. Hast du nicht manchmal das Gefühl gehabt, dass du eine schlechte Mutter bist, wenn du so viel unterwegs bist, so wenig Zeit hast? Nee, also zu diesen Gedanken bin ich gar nicht fähig, weil ich denke, so ein Kind kann auch nur das erwarten, was du geben kannst. Und bei mir ist es, ich kann ihm Liebe geben, das tue ich täglich, auch wenn ich nur anrufe. Ich meine, sie weiß, dass ich sie liebe, das ist sicherlich das wichtigste Gefühl. Und ich gebe ihr die Zeit, die ich kann. Und ansonsten muss ich uns ernähren. Das weiß sie. Wir haben keinen Mann, der das Geld nach Hause schickt, Markus. Du sagst, ich meine, das ist wirklich ein Problem vieler berufstätiger Mütter. Bist du da nicht manchmal schon blöd angemacht worden deswegen? Nee, komischerweise nicht. Also, traut sich keiner. Vielleicht traut sich es keiner. Vielleicht sagen sie es hinter meinem Rücken. Also mir zumindest ins Gesicht hat es noch keiner gesagt. Und ich wüsste eigentlich wirklich auch keinen Grund, weil ich versuche zumindest... Die Urlaube. Wir haben beispielsweise, seitdem die Valeska jetzt in die Schule geht, haben wir plötzlich Urlaub. Weil wir hatten früher, solange sie nicht in die Schule gegangen ist, habe ich immer gesagt, wir können ja jederzeit. Fakt war, wir sind nie. Wir waren auf Reisen, wir haben gearbeitet, wir Lesereisen, Signierstunden und Dreharbeiten, aber wir waren nie im Urlaub. Und jetzt, seitdem sie Urlaub hat, nehme ich mir wirklich akkurat diese Zeit nur für sie. Und wir machen dann auch wirklich nur das, was sie will. Und ich denke, das sind so ihre Highlights. Da zieht sie sich dann auch vielleicht hoch in Zeiten, wenn ich wenig Zeit habe. Es ging dir ja nicht finanziell immer so gut wie heute, als Valeska auf die Welt gekommen ist, war das schon schwieriger. Wie war das damals, als du auf einmal allein da saßt mit dem Kind und irgendwie euch ernähren musstest? Also die Entscheidung war vorher schon relativ schwierig für mich, weil ich war schwanger, ich wollte nicht schwanger sein. Ich hatte Verträge, auch beim Hessischen Rundfunk mit Moderation vor der Kamera. Und mach das mal, wenn du dann langsam so einen dicken Bauch kriegst. Und das war so eine Zeit, in der war ich also völlig hin und her gerissen und war eigentlich auch eher unglücklich darüber. Aber als ich dann auf der Welt war, dann war das natürlich total umgedreht, das ist ja immer so. Und ich habe ein Jahr nicht gearbeitet und dieses Jahr, weil ich ja selbstständig war und frei war, mein Leben lang nie angestellt war, richtig, musste ich von dem leben, was ich gespart hatte vorher. Und das ist natürlich über ein Jahr hinweg wahnsinnig schwer, zumal wenn man nicht weiß, ob man später wieder in seinen Beruf einsteigen kann. Also die Frage war ja, kann ich beim Südwestfunk, damals habe ich Rundfunk gemacht bei SWF 3, kann ich da mit dem Baby auftauchen und, oder beim Fernsehen, wie handle ich das? Also ich war mir nicht sicher, ob ich jemals in meinem Leben überhaupt wieder einen Fuß auf den Boden kriege. Hast du da richtig Existenzangst gehabt? Ja, also wirklich. Ich hatte Zeiten, da habe ich mir morgens kaum getraut, einen Briefkasten zu leeren, weil ich nicht wusste, ob irgendeine größere Rechnung kommt. Und im
Endeffekt habe ich wirklich mich runtergeschraubt bis aufs Existenzminimum. Das Einzige, was ich behalten habe, war mein Porsche. Und das aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, du musst so weit kommen, dass der wieder nebenher laufen kann. Weil das war, wenn ich den verkauft hätte, wäre es für mich der absolute Rückschritt gewesen ins Existenzminimum und eigentlich für mich auch so eine Bankrotterklärung. Und deswegen habe ich mir gesagt, und wenn der nur im Stall steht und abgemeldet ist, aber du kommst so weit, dass der wieder nebenher läuft. Ich beneide ja Leute, die schreiben immer darum, dass ihr völlig ortsungebunden seid. Du könntest genauso gut auf einer Karibikinsel sitzen oder irgendwo in Hollywood und das Leben genießen und da schreiben. Warum bist du immer noch in Allensbach? Das Leben genießen ist übrigens ein guter Satz, weil ich bin ein Genussmensch durch und durch. Und das kann ich aber in Allensbach auch. Und ich glaube, ich bin irgendwo doch ein ziemlich bodenständiger Mensch, so eine Art Stier. Ich habe mir das natürlich auch schon überlegt. Zumal, wenn die Steuererklärung von Herrn Eichel kommt, sage ich mir jedes Mal so, ich zahle ja gern, aber das finde ich übertrieben. Ne? Und dann kommen also immer solche Revolutionsgedanken, sage ich so, und jetzt ist es Zeit. Aber ich liebe Allensbach, ich mag dieses Örtchen und ich mag die Menschen hier, vor allen Dingen die Menschen, also meine Nachbarn. Sind die anders als früher? Keiner hat irgendwie jetzt großen Respekt vor der großen Gabi Hauptmann oder zeigt mir den Finger auf dich oder so? Also erstens fühle ich mich selber nicht groß und dadurch, weil ich mich selbst so nicht fühle, können es auch andere gar nicht so sehen, hoffe ich zumindest. Let's go, girls. Come on. Gabi Hauptmann und ihr Porsche. I'm going out tonight. Besser als jede Entspannungstherapie in der Toskana. Der Genussmensch genießt die Bodenseelandschaft. Sehr wichtig für Gabi Hauptmann, Freunde. Kochen können sollten sie allerdings. Wie war das noch? Die sexuelle Gier ist eher männlich? Mutter und Tochter. Der Arlberg ruft. Gabi Hauptmann kommt. Gabi Hauptmann, eine Frau auf dem Höhepunkt. Du hast vorhin erzählt, dass du wirklich mal finanziell gesehen ganz unten warst. Hast du heute noch manchmal Existenzängste, dass der schöne Traum vorbei sein könnte? Mhm. Ja, also ich lebe eigentlich ganz normal, das stimmt. Ich versuche eigentlich das, was ich verdiene über die Bücher, kaum großartig anzutasten. Wahrscheinlich aus dem unterbewussten Grund heraus, dass ich das einmal erlebt habe, was mir aber auch gut getan hat, weil ich weiß, wie es ist. Und ich denke, dass die Menschen auch spüren, wenn ich darüber schreibe, also auch über solche Dinge schreibe, dass es eben nicht nur aufgesetzt ist von einer, die Porsche fährt und ansonsten in tollen Hotels lebt, sondern von einer, die es erlebt hat. Und ich denke, das hält mich auch wirklich auf dem Boden. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Höhenflug kriege. Machst du dir Gedanken über die Zukunft? Planst du? Nee, ich bin ein totaler Gegenwartsmensch. Also mich interessiert gerade noch, was morgen ist.
Und das ist auch das Problem. Gott sei Dank habe ich eine Mitarbeiterin, die ich immer fragen kann, weil ich keine Ahnung habe, wie meine Termine liegen. Wenn ich morgens losfahre, weiß ich manchmal noch nicht mal, wohin eigentlich genau. Und sie ist so mein Kopf in der Richtung. Die Heidi, die hat das alles total gut organisiert, Gott sei Dank, weil ich bin ja eher der Chaot in der Beziehung. Und deswegen bin ich auch nicht der Mensch, der sich großartig Gedanken über morgen macht. Ja, trotzdem denkt man doch manchmal ein bisschen drüber nach. Also siehst du deine Zukunft mehr so als Schriftstellerin? Du sagst ja inzwischen, du bist Schriftstellerin. Früher hast du noch gesagt, ich glaube bei den ersten Büchern, du bist schreibende Journalistin. Ja, finde ich wahrscheinlich immer noch. Also es ist ganz schwierig für mich, mich selbst zu definieren. Das ist richtig, weil ich denke, dass meine Bücher auch sehr journalistisch sind nach wie vor, weil sie einfach Gegenwartsthemen aufgreifen und eben journalistisch angesetzt sind, denen ich auch viel recherchiere. Also ich schreibe also nicht nur dieses Planlose, sondern ich versuche schon irgendwie auch was reinzubringen. Mag schon sein, dass ich also da irgendwo in der Luft schwebe, aber ich habe deswegen keine Zukunftsangst oder weil ich schon so oft den Beruf gewechselt habe. Also ich denke, ich bin so flexibel und wandelbar, dass ich also im Notfall auch für ein Anzeigenblatt arbeiten könnte. Also ich habe auch keinen Dünkel, es würde mir nichts ausmachen, wenn ich sagen würde, okay, jetzt geht gar nichts mehr, Hauptmann, jetzt hast du noch eine Chance, du gehst zum Anzeigenblatt und schreibst was über das Lokale. Ich bin ein Mensch, ich kann mich einstellen und drauf, das macht mir nichts aus. Machst du dir über dein Privatleben wenigstens richtig Gedanken? So wie das weitergeht? Hast du nicht manchmal Angst davor, irgendwann mal als einsame Frau irgendwo zu sitzen, doch ohne Mann und bereust dann vielleicht, dass du nicht geheiratet hast? Ach, du weißt, mit 80, da hole ich mir dann so einen Kümmerer, der dann so vielleicht 28 ist. Ne? Bis dorthin kann ich mir das dann auch hoffentlich leisten. Und dann mache ich mit dem lustige Reisen und vererbe ihm dann den Rest, wenn noch was übrig ist, muss er sich damit Valeska teilen. Ich denke, dass mein Leben also auch ohne Mann glücklich sein kann. Also ich brauche keinen um mich herum, also vor allen Dingen brauche ich keinen, der mich dann nach 2-3 Jahren nervt und mit dem ich dann aushalten muss bis zum Rest meines Lebens. Das wäre echt eine Strafe. Hast du so ein Idealbild von Mann, wo du sagst, also den würde ich heiraten? Klar gibt es ein Idealbild von Männern. Also es setzt sich meistens aus 3 verschiedenen zusammen. Der eine ist ideal für die Kultur. Der andere ist ideal fürs Leben an sich, ne? So das Drumherum, weil er vielleicht auch sportlich ist, jetzt wie du beispielsweise. Und der dritte ist ideal fürs Bett und jetzt fit sie mal zusammen. Das ist eigentlich relativ schwierig. Hast du noch nicht getroffen, den passenden? Ich habe im Moment einen sehr guten und das wäre wahrscheinlich auch der richtige, aber warten wir es mal ab, sprechen wir in 10 Jahren nochmal drüber. Du wirst ja in unzähligen Interviews immer ähnliche Fragen natürlich gestellt bekommen. Gibt es irgendeine Frage, die man dir noch nie gestellt hat, wo du gedacht hast, wieso fragt mich das eigentlich keiner? Da müsste ich jetzt also wirklich drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin dadurch, dass ich ja auch international unheimlich viel gefragt werde und sich manchmal im Ausland im 45-Minuten-Takt Journalisten auf mich stürzen, egal ob aus Frauenzeitschriften oder von Spiegel oder Stern oder in die Richtung, Nachrichtenblättern oder sonst irgendwas, glaube ich also kaum, dass jemals irgendeine Frage ausgelassen worden wäre. Vielleicht die ganz einfache Frage, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Gut, danke.